Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RPB Reloaded. Mit dabei ist wieder der Martin. Hallo. Hallo. Genau. Ich bin heute wieder mal eine Runde RPB. Ihr seht schon, das Auto hier hat sich ein bisschen verändert. Ich habe den Giro nämlich fertig gelevelt. Das ist der Junge da, der 400 Meter von uns entfernt ist. Da wurde gerade einen in die Luft gesprengt. Jetzt sind wir dran, nicht die Britney Blood Rose, sondern der andere Blood Rose. Den sind wir jetzt am hochleveln. Den haben wir jetzt fast auf Level 2. Die Britney haben wir, glaube ich, irgendwie auf Level 6 oder so, aber die bringt nicht so dufte Sachen. Deshalb habe ich die mal gelassen. Ja, ist klar, ne? Ah, jetzt ist sie doch umgefallen, okay. Ich würde sagen, nicht lange quatschen, wir machen eine Mission, ne? Jo, haben wir rein. Das Projekt scheint ja sehr gut bei euch anzukommen, weil viele haben jetzt geschrieben, genau, wann kommt wieder APB, mach wieder mal APB, wann kommt APB, mach wieder mal APB. Wurde jetzt die ganze Zeit geschrieben. Der Typ, ich hab'n Front, wie sagt man dem, Kuhfänger. Da kann er mich mit seinem Autolein schön, na, kreuzweise, da rammt er mich nicht weg mit. Müssen hier bewachen. Bist du bei A oder bei B oder bei C? Ich bin bei B. Okay, warte. Ja, ich möchte Verstärkung anfordern, bitte. Ja, in Bronze, hurra, wir sind gerettet. Ey, du Pisser, mein Auto. Ja, okay, gegen ein Goldiger und zwei Silbriger und ein Bronze sollten wir das schaffen eigentlich. Außer ich bin dumm und merke nicht, wenn der das Dings da macht. Ey, ich hab ihn sogar gekillt. Ah, Noob. Das hier oben ist eine gute Deckung, ich bin vom Baum geschützt. Der eine dachte, er könnte mich killen. Oder haben musste er nachladen, wo ich drauf gepfeffert habe. Er hätte es jetzt fast gekriegt, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber nicht nix solange da. Ich hier bin. Nicht in meiner Schicht. Ja, komm, steig aus. Steig aus. Da kommt Besuch, ne? Ja, passt schon. Besuchu. Bumm. Oh, ich hab keinen Dings bekommen. Ah, fuck that beach. Kill Assist, yay. Der Typ ist weg. Gehen wir wieder da hoch. Irgendwie tote Hose. Hier kommt niemand. Schon. Aus der eigene. Nein, ich werd festgenommen. Warte, komm, schnell rüber geschlätzt. Fuck! Fick ihn! Los! Knall ihn ab! Er ist beim Auto, er ist beim Auto. Los. Schönes Ding. Ich bin hier oben. Los. Ich bin tot. Wow. Ich trinke mal einen Schluck, ne? Ja, mach du das mal. Solange bewache ich B und I und C. Lol, C ist jetzt da vorne oder wie haben wir's? Jo. Ja, ich spawn direkt bei C, ich bewache C, ne? Ja, okay, viel Spaß. Wenn ich. Ah, da ist C. Ja, C ist der Marsch von der Welt. Konnte nicht vollständig aufgefüllt werden. Oh, ich habe zu wenig Munition für mein MG. Muss ich das nächste Mal, wenn ich irgendwo in einem Laden bin, direkt beheben? Damit es jedes Mal nachladen kann. Und du genug Muni hast. Das ist kein Feind, alles klar. Jawohl, du! Da hast du gedacht, Sir Pac-Man kannst du ausschalten. Ha, nix da. Vielleicht hat ja jemand von euch den Livestream geschaut von den Zuschauern. Da haben wir ja göttlich gefailt, was APB anbelangt. Nein. Also ich hab gefailt, sagen wir es so. Alle anderen sind irgendwie arschgeil abgegangen, aber ich hab irgendwie nur Kacke produziert.
Ja, ich habe die meisten Kills gehabt, ich habe über 8 Abschüsse gehabt. Mhm. Und dann wir hatten noch einen Noob dabei und selbst der war besser als ich. Naja, passt schon, passt schon. Oh mein Gott. Ja, ja, es war lustig. Wir haben auch viel Geld gefarmt und gelabert. Also Geld gefarmt, das betrifft jetzt MTA? MTA betrifft ja Geld vom. Also hier haben wir einen feuchten Händedruck gemacht in APB. Scheiß. Die haben den anderen Punkt. Wieso bist du nicht da geblieben? Weil ich da gestorben bin. Und ich hier gespawnt bin. Ah, das ist ein Argument. Hörst du das auch? Ich höre einen Motor. Irgend so ein hochdrehender Motor. Weil die Gangschaltung von APB nicht für den Arsch ist. Da hinten kommt einer, in einem SUV. Behalt den Eingang bitte im Eingang. Im Auge. Den Eingang bitte im Eingang. Was? Alter, warum kommt jetzt ein Radio? Von wo kommt der Radio? I don't fucking know. Ja, ja, Heidi Klum, ja, ja, bla bla. Ja, der hat mich. Ja, schön, dass Heidi Klum etwas sucht. Ja, schön fürs Wort. Show me your face! Ich glaube, er wirft eine Granate. Au. Oder er schmeißt mir einfach einen Ziegelstein an. Ah, was? Ich weiß jetzt, wo der Radio kam. Was? 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 Der hat mir einfach einen Ziegelstein angeworfen. Ein Ziegelstein? Ja! Der hat mir einfach einen Ziegelstein angeworfen. Du hast ihm den Ziegelstein angeworfen. Er hat mir einen Ziegelstein angeworfen. Hä, was? Ja. Seit wann gibt's einen Ziegelstein zum Werfen? I don't know. Haben wir was verpasst? Also es sah aus wie so ein Ziegelstein. Vielleicht war es auch eine Granate getarnt aus Ziegelstein. Das kann sein. Nein, sie ist nicht explodiert. Sie ist also kann jetzt sagen, das rätselhafte Rätsel wurde gelöst mit dem Radio. Warum Heidi Klum im Hintergrund bei mir zu hören war. Die, Motherfucker! Er ist noch nicht tot. No. Matt! Au! Das tut weh! Hallo, treffe ich dann auch? Ah, ist ein Auto, deshalb. Da kommt einer! Hab ihn. Schönes Ding. Das ist einem Auto. Oh, da kommt das Auto, nein! Okay. So. Nein! Alter, von hinten! Das hat beide weggesprengt! Oh mein Gott, wie schlecht. Oh, ich hab mich selbst gekillt. Mhm. Wir müssen mit dem Auto vorlieb nehmen. Ja, dann knackt das mal und dann steigen wir schön gemütlich rein. Dankeschön. Das war vorhin. Ich hab mein Auto! Hey! Das ist mein Auto! Stell das doch hier hin. Weil der Wagen hier, den kann man kurz zur Seite schieben. Boom. Warte, dann hust dich mal. Die kommen hier. Du stehst am dummen Ort zum Husten. So. Ja. Die haben hier ein Auto. Natürlich. Hier gibt es nur Autos. Nee, ich meine, die haben ein Auto organisiert, das was sie halt müssen. Ach so. Ja, dann haben wir die Arschkarte. Also sind hier mal Leute auf dem Radar angezeigt worden. Ach, fuck that beach. Da kommt der andere Typ mit einem Auto. Und da kommen zwei Autos rein zu uns. Wow, wow, ich bin da. Ach, fuck you. Er nimmt mich einfach mal fest. Er stirbt nicht durch die Explosion seines eigenen Autos. Er nimmt mich einfach mal chillig fest. Ja, ja, er ist schlau. Und unser Typ ist dumm. Wie ein Stück Scheiße. Nami Sani, du bist dumm. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Warum, was hat er gemacht?
Er hat auf den Boden gezielt. Indem der andere ihn festgenommen hat. Cool. F verteidigen. Ich spawn mal bei F, ne? Jo. Munition könnte nicht vollständig auf. Mann, ich habe nur noch 88 Patronen. Ich probiere jetzt mit der Pistole was zu reißen. Was? Das wird nix. Das wird wirklich nix, aber. Naja, ich habe keine Muni mehr. Ich gehe mal zu G. Die haben das schon. Ne, voll nicht. G haben sie noch nicht. Das hat mal vorhin geblinkt. Echt? Ganz kurz. Außer meine Augen belügen mich mal wieder. Ah, meine Augen! Ja. Wie komme ich am dümmsten zu G? Das ist eine gute Frage. Gute Frage. Nächste Frage. So nicht. Ja, Ammo, Ammo, das tönt doch gut. Gib mir Ammo. Warte auf mich! Was, ich? Oh, oh, da explodiert ein Auto. Ja. Die haben's. Letzte Phase. Was müssen wir machen? Capture. Capture. Weil wir zuerst dort sind, haben wir es eigentlich fast gewonnen. Ja, wir laden es einfach ins Auto. Hoppla. Und verpissen uns dann. Komm, komm her mit dem Auto, mit dem Auto. Ja, komm ja, ich kann ja nicht so nah. Ist es ein Koffer? Ja. So, jetzt mach, dass du wegkommst. Los, 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 los. Slow motion. Ja, der Koffer ist so schwer. Da sind Backsteine drin. Ja, genau. Wir müssen die Backsteine beschützen. Ich muss irgendwann, muss ich noch Carsurfing skillen. Weil dann könnte ich jetzt mit meinem MG auf dem Auto draufstellen und jeden wegbratzen, der uns nahe kommt. Oder mit einer Panzerfaust, wenn du einen hättest. Wenn ich eine hätte, aber der Panzerfaust ein bisschen noobig ist, werde ich mir keine zutun. Aber es kommt ja eh keiner. Die kommt schon noch, keine Angst. Ich könnte dir mit einem Pickup hinterherfahren und dich anschubsen. Na, bringt ja nichts. Doch. Also kannst du mich ja beschützen, kannst du immerhin ein bisschen an den Autos Schaden machen. Leider kannst du deinen MG nicht rausholen, aber passt. Ja, es müssen hier Leute sein, auf die ich schießen kann. Ja, wobei, ja, passt eigentlich so ganz gut, ne? Ja, ist schon so gut. Jetzt haben wir auch ein ganz... Kovart. Ich kann kein Englisch. Also eigentlich ist ja ganz gut, dass... Also die Geschwindigkeit, was wir gerade haben, ist... Ja, geht schneller, aber... Passt. Ich komme mal so lang rein, ne? Ja, jo. Dein Nummernschild ist 666. Ja. Ich weiß, ich muss mal ändern zu 69. Wieso biegst du ab? Weil ich es kann, ich hab's killt. Jetzt haben wir den ganzen schönen Schwung verloren. Egal. Der Wagen wieder so lahm. Rum, rum. Zum Glück hat das kein Benzin. Oh, hallo. Madness! Rum, mium, 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 mium. Ja, der andere guckt ja schon. Rum, rum. Ist das dein Auto wieder? Nein. Nein. Schieb uns doch an. Da geht er fliegen. Oh, what the fuck? Oh mein Gott. Dein Ernst? Ich hab's voll spät gesehen. Oh mein goodness. Oh mein Gott. Spawnen. Was macht... Ja, okay, auf Namisami ist sowieso kein Verlass. Der ist sowieso ein Vollidiot. So, jetzt machen wir es ganz einfach. Ich halte nicht mit der Panzerfaust drauf. Ich hau einfach mit dem MG drauf. Geh aus meinem Schussfeld. Boom. Einen gekillt. Ach, der Panzerfaust, ja. Genau, gut. Ich hab den Koffer. Halt ihn aus. Ich hab hier den Wagen. Ist drin. Sehr gut.
Du schießt, ich fahre, wenn man das Fahren nennen kann. Jo, du schleichst, besser gesagt. Ja, hup nicht. Weil deine Waffe macht ein bisschen mehr Damage, weil ich nur mit der Pistol mich rauslehnen kann. Noch eine Minute. Ich glaube, das Ding haben wir in der Tasche, ne? Ich glaube nicht. Junge, du stehst. Hallo? Ein bisschen blöde. Ah. Run, Kobold. Spezialblick. Mann! Hast du davon? Ich fahr mal kurz durch die Tanke. Um das Auto zu reparieren. Hui, so. Repariert. Wie neu? Verlenken lässt sich die Karre gut. Ja. Immerhin was. So. 6. Ich glaube, das haben wir gewonnen. 5. 4. 3. 2. 1 und Sieg! Ja! Wuhu! Wow. Und jetzt wird das Auto plötzlich schneller. Yehusa! Ich hol mir mein eigenes Auto. Ja, hol mir auch mein und guck mal meine Mails an. Ja, danke. Ich weiß ja nicht für was, aber da, bitteschön. nein. Nee, Schrotis will ich nicht. Oh. 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 So, tut mir leid. Alles klar. Sturmgewehre? Aber ich habe das Gefühl, meine Eltern einfach anklotzen. Gewehre? Ich hätte hier noch so ein Karabiner. Halbautomatisches, aber das hat nur 20 Munition. Hm. Wie viel Kohle habe ich? Ah, können wir das Gewehr doch mal austesten, ne? Wir sind ja in einem Let's Play, da muss man testen. Hm. Gewehr. Das Joker-Gewehr. Joker-Karabiner. Ja, will ich verwenden, bitte. Ich glaube, kein Schuss, oder? Ich glaube, das ist scheiße. Ja, das ist bloß ein Schuss. Verarschen? Hm. Naja. Ich teste mal. Vielleicht reißt du damit ja jeden. Ja, vielleicht mache ich einfach Imber Damage und jeder ist nach zwei Schüssen im Arsch. Mhm. Aber willst du mal einen Schuss auf mich ausprobieren? Nö. Okay. Sonst bist du dann Insta-Dad. Ach so, ja, kein Problem. So, mal ausprobieren. Pac-Man tot. Kann nicht wieder gespawnt werden. Zu viel Damage. Wie viele Leute sind denn hier? Ah, ein Kopf mehr als Verbrecher. Ja, passt schon. Ich trinke mal noch mal einen Schluck. Jo. Lecker Red Bull. Oha, ich will auch. Gib mir auch einen Schluck. Nö. Oh. Alles meins. Oh. Ups. Hoppala. Ups. Ups, hui. Upsi. Kriegen wir heute noch eine Mission? Ich glaube nicht. Hast du Glück gehabt? Ich oder die Mission? Der Typ. Achso. Ah, wir haben eine Mission gekriegt. Wo müssen wir hin? Stehlen. Dort müssen wir hin. Wir haben noch keine Gegner. Nope. Gegner los. Oh, ich hab meinen Blinker drin, soll ich mal ausmachen. Kannst du. Die anderen sind irgendwo im Arsch der Heide. Da muss ich runter. Ich hoffe, ich muss hier runter. Ich glaube es. Ja. Ich glaube es zu denken. Dann denke nicht gedacht zu haben. Wait, Cops. Meine Oma waits auf Kopf. Darf ich jetzt mal einen Schuss auf dich? Hä? Was?
Darf ich mal einen Schuss auf dich ausprobieren? Ja, los. Hat das gemacht? Einen falschen Händedruck. Ich mach noch nicht ganz fertig. Dass wir halt einfach nur noch einmal kurz hingehen müssen, wenn die Cops da sind. Ah! Das war jetzt. Voila. So, hopp drin. Und ab geht er. Ja, klar. Zwei goldene und der Typ, der Vollidiot, der drängt uns noch ab. Ja, tschüss, geh fliegen. Habit. Phase 2. Der Typ, keine Ahnung. Die sollen sich irgendwie zu zweit um einen kümmern. Ja. Wir kümmern uns. Nee, der Typ kümmert sich um C. Hau rein. Zu lahm. Nein, Bildung. Failed.